Hallo und willkommen bei Brickman, dem Kanal für Klemmbausteine von damals und heute. Diesmal ein Brickman Special. Es geht um den Heavy Bulldozer von Kader Master. Das Set hat die Nummer C61056, 2826 Teile und einen Haufen Motoren sind dabei. 5 L-Motoren, 2 Mikromotoren, 2 LED-Stränge sind dabei, 2 Vierkanal-Akkuboxen und 2 Fernbedienungen. Normalerweise wären wir ja in den Brickman Lastwagenwochen noch drinnen, aber es hat sich etwas ergeben und jetzt möchte ich ein kurzes Brickman Special machen und ein kleines Intermezzo von den Lastwagenwochen da einstreuen. Das letzte Mal, also beim zweiten Teil der Aufbaudilogie des Heavy Bulldozers hier, habe ich ja leider feststellen müssen, dass die zwei Akkuboxen miteinander nicht können. Also wenn man eine einschaltet, funktioniert das zwar, kann ich sie mit der Fernbedienung verbinden, aber sobald ich die zweite Akkubox dazu schalte, gibt das anscheinend irgendwelche Störfrequenzen und ich kann die zweite Akkubox nicht mit der zweiten Fernbedienung verbinden. War leider ein kleines Problem. Jetzt hat man entweder nur fahren können oder nur die Schaufel bedienen können oder das Schild von bedienen können. Und dann habe ich mich ein wenig geärgert, war auch ein bisschen enttäuscht, weil wenn es einem passiert, dann passiert es meistens mir, solche Dinge. Und habe mich dann mit den Brickman Laboratories in Verbindung gesetzt und wir haben dann darüber nachgedacht und die Köpfe zusammengesteckt, ein wenig gegrübelt, was können wir tun. Und wir sind dann zu folgendem Ergebnis gekommen. Wir nehmen einfach die Akkubox von Fengsheng Wing Supercar, was ich auch schon mal aufgebaut habe, und probieren, ob das vielleicht mit dieser Akkubox funktioniert. Und siehe da, tatsächlich, diese zwei Akkuboxen können miteinander, wie es aussieht. Denn Fengsheng Wing Supercar kann es ja egal sein, weil der hat ja eh nur eine Akkubox. Das ist dann da eigentlich egal, ob er mit einer zweiten Fernbedienung zu bedienen ist oder nicht. Weil der braucht ja eh nur eine. Und dem Bulldozer hier, dem kann es nicht egal sein. Und ich freue mich, dass es jetzt funktioniert. Und jetzt möchte ich das Fahrvideo nachliefern, weil ich habe das ja damals nicht richtig probieren können, ob das alles funktioniert, so wie es eigentlich sein soll, und freue mich, wenn ich es jetzt nachholen kann. Ich habe bisher wirklich nur die Funktionen probiert, aber gefahren und ein bisschen was geschoben damit habe ich noch nicht. Und das möchte ich jetzt hiermit machen. Zuerst einmal werden wir beide Akkuboxen einschalten. Zuerst die Nummer 1. Geht ja eigentlich relativ einfach. So. Und jetzt werden wir die erste einschalten. Machen wir die gelbe zum Fahren. Ist, glaube ich, verbunden. Schauen wir mal. So, jetzt bin ich. Jawohl. Funktioniert. Und jetzt schalten wir die zweite Akkubox dazu. Drehen wir die Fernbedienung um. Hat sich verbunden. Jawohl. Haha. Und jetzt kann ich beide Funktionen bedienen. Also fahren und gleichzeitig den Aufreißer und das Schild bedienen. Ist das cool? Ich habe voll die Freude. Da sind die Lichter. Okay. Und da ist das Schild. Genau. Ich muss mich erst einmal an die Funktionen gewöhnen. Und gleichzeitig fahren. Aha. Super. So, und weil das jetzt so gut klappt, werden wir gleich das probieren, wie das ist, wenn er mal richtig arbeitet, der Bulldozer.
So, ich habe da jetzt einen kleinen Versuchsaufbau und den werden wir zuerst einmal umrunden, weil man muss ja schauen, wie der Antrieb funktioniert. Und zum Fahren finde ich ihn spitze. So, jetzt muss ich nur kurz die Polarität umkehren. Das geht auch spitzenmäßig. Also zum Fahren finde ich ihn super. So, jetzt das Schild. Was das Tolle ist dabei, man kann die Kurve fast stufenlos fahren, weil man wirklich nur kurz die Lenkung, die unter Anführungszeichen Lenkung, antippen muss und er macht dann schon die Bewegung dorthin. Eben, wie ich schon erklärt habe, wie dieser Antrieb funktioniert. Deswegen funktioniert das auch mit dem Lenken so toll. Und wenn ich auch möchte, kann ich am Stand auch drehen. Ist auch kein Problem. Super, wirklich. So, die Funktionen des Aufreißers sind hinten. Upsala. So. Und hoch. Und die Neigung kann man auch verstellen. Toll. Ich könnte ja mal zeigen, ich glaube, der kann sich sogar alleine hochheben. Jetzt werden wir mal herfahren da. So, jetzt werden wir das kurz demonstrieren. Hinten runter. Okay, so geht's. Und ja, er schafft's. Cool. Jetzt ist er komplett in der Höhe und jetzt kann ich den Antrieb schleifen lassen. Ist das toll? Super. Man braucht lediglich die Fernbedienungen drehen. Und wieder runter. Den müssen wir auch umkehren, die Polarität. Genau, jetzt passt es wieder. Raus und rein, das passt auch. Und da müssen wir auch die Polarität umkehren. Ja, geht's ja. Jetzt funktioniert es. Super. Ganz toll. Super. So, und jetzt werden wir mal probieren, ob er was wegschieben kann auch. Nieder mit der Frieda. Und los geht's. Sollte ich nicht von der Kamera wegschieben, aber macht nichts. Ich schieb's mal darüber. Haha, super. Das ist ja cool. So, jetzt werden wir platzieren. Na, ein bisschen mehr so. Ja, genau. Und los geht's. Super. Und jetzt probieren wir auch noch, ob er drüber fahren kann. Jetzt werden wir das wieder ein bisschen zurückschieben. Dazu muss ich allerdings die Schild aufheben.
So, jetzt schauen wir mal, wie es um seine Geländegängigkeit bestellt ist. Ah, ich sehe schon. Das muss ich kurz herzeigen. So. Hier sieht man, dass die Frontmaske von den Aktuatoren da immer weggedrückt wird. Interessant. Okay. Na gut, macht nichts. Probieren wir mal, wie er über die Steine drüber kommt. Nicht gut. Nochmal. Okay, rutschen die Ketten durch. Also Offroad-mäßig ist da schlecht bestellt um ihn. Aber doch, 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 er schafft's. Er hat seinen Endantrieb weggeschnepft. Gleich beide. Da drüben liegt der nächste. So, probieren wir es mal in die andere Richtung. So, dass man es besser sieht in der Kamera. Selbst ein kleiner Stein unter dem Ritzel, da sieht man es. Über das hat er nicht drüber können. Mit Schwung geht's einigermaßen. Also da fehlt ihm etwas die Kraft. Rückwärts. Ja, er müht sich, es geht. Das ist wirklich witzig. Also er hat wirklich zu kämpfen und es verlässt ihn ein wenig die Kraft. Die zwei L-Motoren anscheinend dürften für leichtes Gelände, was hier ja mehr oder weniger ist, komplett überfordert sein. Da wären vielleicht die XL-Motoren besser. Hat Kade überhaupt XL-Motoren? Weiß ich gar nicht. Einmal geht's noch. Mit ein wenig Schwung geht's besser. Gut. Aber die Motoren haben ganz schön zu tun. Fein, fein. Also er hat schon ein paar Schwachstellen beim Fahren dann. Zum einen vorne der Frontgrill, der drückt sich einfach weg durch das Hinauf- und Hinunterheben des Schildes. Das ist ein bisschen eine Konstruktionsschwäche und die zwei L-Motoren sind anscheinend wirklich mit dem Gewicht des Goliath etwas überfordert. Auf der Geraden geht's. Er kann auch schieben. Das ist nicht das Problem. Aber sobald ich dann über diesen kleinen Haufen, und das sind alles einer Bricks, also 4x1, 2x1, 8x1, 6x1, da hat er schon zu kämpfen. Tatsächlich, hätte ich mir nicht gedacht. Also da. Und der Endantrieb, den hat er gleich weggeschnepft. Ja, er fährt ein bisschen ins Gelände und bing, alles fliegt weg. Witzig. Gut, jetzt habe ich das nachholen können. Habe jetzt mehr Freude dran an dem Gerät, weil man es jetzt vernünftig steuern kann. Und es ist tatsächlich ein Akku. Irgendeiner von den beiden war es anscheinend, der sich da quergelegt hat, der einfach nicht mitmachen wollte. Okay, dann bedanke ich mich nochmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat auch ein wenig Spaß gemacht beim
Zuschauen. Wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.